Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Heidi und ich komme eben vom Action. Ich habe ja gesagt, dass ich heute versuchen werde, nach der Arbeit noch zum Action zu fahren, aus dem Grunde wegen diesen Briefumschlägen wieder. Habe ich auch gekriegt, aber ich wollte euch noch zeigen, was ich gekauft habe. Es war gar nicht so viel. Ich hole ich mal eben größer, sonst ist das zu nah. Und zwar fand ich diesen Blog richtig klasse. Da gab es auch noch mehrere Blogs, aber die haben mich nicht so interessiert. Da waren vielleicht 2, 3 Seiten gut und der Rest hat mir nicht gefallen. Aber dieser Blog mit diesem Pastellfarben, der hat mir richtig gut gefallen. Und den wollte ich euch mal eben zeigen. Schauen wir mal, wie rum. Schaut mal. Sind das nicht tolle, tolle Farben wieder? Ich hole euch mal, glaube ich, noch etwas höher, damit ich ein bisschen blättern kann. Hier, das ist ja wieder so meins. Was wir da alles ausstanzen können, das ist schon, das ist so ein schlichtes Blau, aber die Hinterseite gefällt mir wieder gut. Schaut mal. Toll, oder? Oder, ich bitte euch, schaut mal, da ist das wieder schön, oder? Ich mag das, ich mag das. Gerade diese Pastellfarben. Das ist jetzt nicht so meins, dafür hat man ja auch diese Seite noch. Die können wir nehmen zum Basteln und natürlich auch diese Seite wieder mit diesem Blau und diesem Violett. Ist einfach schön. Ich blätter das jetzt mal etwas schneller durch. Wem das jetzt hier zu lange dauert, der spult bitte vor. Es wird auch nur ein kleiner Haul. Herrlich, oder? Kann ich mir gut vorstellen, als Geburtstagskarte sowas zu machen. Hier oder hier wieder dieser Sternenhimmel. Ich mag das. Also diese Farben sind richtig, richtig schön. Oder dieses hier. Ich hole es mal näher ran. Also da habe ich wirklich nur einen Block mitgenommen und der hat es mir echt hier jetzt angetan. Voll, voll, voll schön. Mag ich. Und das ist jetzt auch alles wieder doppelt drin. Hoppala, entschuldigt. Also das zu diesem Block, den ich mitgenommen habe. Ich hole das mal Kamera gerade noch etwas gerader. So. Gut, was habe ich dann geholt? Warum ich da hingefahren bin hier? Es waren nicht viele da, aber sie kommen. Und zwar, ich habe alle, die weiß waren, mitgenommen. Ich war jetzt echt zu dreist. Und zwar habe ich bekommen in, ich gehe mal von aus, das ist hier 13x13. Es steht zwar drauf, aber wo ist jetzt mein Lineal? Ich muss mal kurz aufstehen. Wo habe ich das hin? Hier. Nicht, dass ich hier was Falsches sage. Also das ist hier, genau, 13x13 sind die. Da habe ich mir gleich 3 Stück wieder von mitgenommen. Wer die nicht kennt, das sind halt diese Briefumschläge mit den Grundkarten dabei. Die habe ich mir gleich mitgenommen. Und dann hatten sie auch nochmal die ganz großen. Die hatten sie 15x15. Und der Briefumschlag dürfte dann 16x16 sein. Genau, das ist 15x15. Hatte ich auch noch nie. Deswegen habe ich gleich diese 3 auch wieder mitgenommen. Weil, wie gesagt, mir ist das Papier, das weiße Grundweiß von Stamping Up auf die Dauer zu teuer für den Rohling, für die Karte. Und hier sind die Umschläge immer dabei und deswegen nehme ich die so gerne. Und ihr Lieben, die sind auch nicht teuer. Da kostet so Faltkarte plus Umschlag, kostet hier 69 Cent ein so ein Paket. Und das ist echt sportbillig und deswegen habe ich die mitgenommen. Gut, ach so, dieser Block kann ich euch auch sagen, ich habe nämlich die Quittung diesmal hier liegen. Ich habe auch noch eine andere Quittung, aber da habe ich was anderes gekauft für den Haushalt. Das wollte ich jetzt hier nicht zeigen. Wären auch nur 2 Breitpfannen gewesen davon ab. Also hier haben wir der Block. Wo habe ich den Block? Block, 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 Block. Hat er den nicht berechnet? Ich glaube, den hat er nicht berechnet. Moment. Faltumschlag, Faltumschlag. Nein, ihr Lieben, den hat er vergessen, mir zu berechnen. Da werde ich aber noch mal hinfahren. Na.
Okay, also den hat er vergessen, mir zu berechnen, diesen Block. Der ist hier nicht mehr drauf. Okay, also diese Umschläge. Und dann, ich weiß nicht, ob ich immer blind durch ein Action gehe, da gibt es auch diese durchsichtigen Folien, wo man die Karten reinmacht. Und die habe ich natürlich auch gleich mitgenommen. Einmal für die 15x15, also 16x16. Wo habe ich das eigentlich draufstehen? Also die Beutel für Grußkarten. Und hier müsste eigentlich, hier steht, für Blinde. Also 15x15, hier kommt die Grußkarte rein. Und dann habe ich auch noch die mitgenommen für 13x13. Und die Tüten haben gekostet je 88 Cent. Die habe ich nochmal mitgenommen. Dann möchte ich mal ausprobieren, und zwar diese Kleber. Eigentlich wollte ich sie ja im DM holen, da finde ich sie im Moment aber nicht. Und ich habe die diesmal im Action geholt, da habe ich mir mal zwei von mitgenommen. Gucken, ob die was taugen. Ich hatte sie noch nie, habe sie auch noch nie gesehen gehabt, weiß ich gar nicht, ob die neu sind. Heute habe ich sie gesehen und da kostet ein Kleberroller 98 Cent. Die habe ich mitgenommen. Klicke ich mir eben rüber. Dann habe ich mitgenommen und die hatte ich schon mal. Und wir haben auch Karten davon gebastelt. Aber ich musste sie wieder mitnehmen. Die Schmetterlinge. Das sind so Klebeschmetterlinge, die könnt ihr draufkleben. Und da werden wir auch wieder Karten mitmachen, weil ich fand die damals so toll. Und ich habe auch die Karten schon verschenkt. Und da wollte ich nochmal mit euch welche basteln. Schmetterlinge gehen immer. Und zum guten Schluss, was haben die gekostet? Die Sticker. Da hat ein Sticker gekostet 69 Cent. Und dann habe ich hier dieses Stempelset gesehen. Ich habe es noch nicht aufgemacht, ich habe es mir nur von hinten angeguckt. Aber wir werden das mal... Jetzt habe ich keinen Cutter hier. Ich werde das jetzt mal so mit dem Messer öffnen. Ah ja, schaut mal, bei, da waren wieder Schmetterlinge mit bei. Und ich würde sagen, wir stempeln einfach mal. So ein bisschen, wie die so sind, oder? Ich hole euch größer ran und wir gucken uns das mal an. Holzstempel gehen ja immer, ne? Schauen wir mal. Drücke ich mal drauf. Oh ja, der ist schon ziemlich kräftig, ne? Der ist toll, gefällt mir. Ich hole mir gerade mal, wollen wir auch direkt wieder reinigen. Reinigungskissen. Das schauen wir uns halt mal an. Das ist falsch rum. So rum muss es. Kurz mal wieder sauber machen. Okay. Gut. Dann nehme ich mir mal den anderen Schmetterling. Der ist jetzt nicht so schön. Versuchen wir nochmal. Vielleicht muss ich ein bisschen mehr nehmen. Drückt den mehr an. Ja, es kommt darauf an, wie sehr ihr da aufdrückt und wie viel Farbe ihr da dran habt. Okay. Machen wir auch wieder rein. Und jetzt schauen wir uns mal dieses hier an. Das finde ich jetzt auch interessant, wie das so rüberkommt. Aber da kann ich mir wieder gut vorstellen, das aufzustempeln und dann wieder mit dem Klebestift und der Transferfolie zu arbeiten. Mal gucken, wie das so rüberkommt. Ja, auch schön. Schaut mal. Das ist schön. Da kann ich mir vorstellen, dass man das aufstempelt, diesen Schmetterling koloriert und den ausschneidet und dann hier so draufsetzt. Also das wäre schon mal eine Idee jetzt von mir. Also das schaut jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Ich würde gerne noch mal diesen hier ausprobieren, wie der so aussieht. Den finde ich sehr, sehr schön. Oh ja, der ist schick. Da kann ich mir auch vorstellen, dass man den koloriert und dann ausschneidet, so ein bisschen zusammenbiegt und den hier so mit draufsetzt. Also gar nicht mehr so schlecht.
Jetzt wollte ich hier drauf reinigen. Habt ihr das gesehen? So, also gar nicht mehr so schlecht, würde ich sagen. Das mache ich jetzt mal hier wieder rein. Okay, das war meine Ausbeute. Dieses Stempelset, kann ich euch auch noch eben sagen, dieses Stempelset hat gekostet. Krutkamm, Blumenschmetterlinge. Ah, hier ist der Designerblock drauf. Doch, den hat er berechnet. Der Designerblock kostet 1,99 und das Stempelset kostet auch 1,99. Also er hat es berechnet. Insgesamt habe ich jetzt für diesen Einkauf, und das finde ich ja beim Action immer so Hammer, geht mal in ein Fachgeschäft rein. So, ich zeige euch das nochmal. Für diesen Einkauf jetzt dieses hier, ups, jetzt fällt mir das noch runter. Ich hole euch größer. Für diesen Einkauf, da habe ich jetzt gerade mal 13,22 Euro bezahlt. Also ist nichts, ne? Wenn ich überlege, ich nehme jetzt einen Block von Stamping ab. Ich weiß gar nicht, was kostet jetzt so dieser Block mit diesem weißen Papier drin. Also das weiße Papier. Also da bin ich, glaube ich, auch. Bin ich da bei 12, 13, 14 Euro, oder? Also dann wird das, was hier 13, 22, würde mir das Ganze von Stamping abkosten. Also nur dieses weiße Papier. Ihr Lieben, ich habe Feierabend für heute. Ich wollte euch das eben noch zeigen, was ich nach der Arbeit eingekauft habe, damit ihr auch nächstes Mal wisst, woher hat sie diesen Block jetzt. Da waren aber auch nur noch zwei von da. Den gibt es auch schon länger. Wie gesagt, ich war lange nicht da bei Action und wir schauen mal wieder, was wir daraus machen. Ihr Lieben, euch einen super schönen Samstagabend. Ich hoffe, ich komme morgen dazu zu basteln und wir machen wieder eine tolle Karte zusammen. Ihr Lieben, bis bald, eure Heidi. Ciao.